bin es. Was habe ich wieder mitgebracht? Eine neue Sorte von Espresso. Es gibt schon wieder eine Limited Edition, diesmal aber nur für wenige Tage, zumindest laut den Mitarbeitern von Espresso. Das heißt, schnell zuschlagen, und natürlich habe ich sie gleich gekauft. Vielen Dank, Espresso, dass ihr mir diese Sorte nicht kostenlos zur Verfügung stellt, sondern dass ich sie kaufen musste. 8 Euro kostet die Stange, also 10 Kapseln für 8 Euro, ziemlich teuer, finde ich. Und man kann sie auch nicht probieren kostenlos. Das ist ziemlich ärgerlich. Jetzt hier Fuluja aus Südsudan. Das ist ein ganz besonderer Kaffee, angeblich aus zwei verschiedenen Robusta aus Kongo und Uganda. Und hätte eine samtige Note nach getrocknetem Getreide und etwas Holz. Wir probieren das gleich mal, gucken, ob es sich wirklich lohnt, diese 80 Cent pro Kapsel. Ich denke nicht, aber mal gucken. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Hier ist auch nochmal ein Flyer dazu. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben, hier noch so einen Flyer zu machen. Du guckst richtig hier so eine Kaffeepflanze an. Also hier so danach. Ganz toll. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was dann in den Kapseln preislich widerspiegelt. Diese ganze Marketing muss natürlich bezahlt werden. Und dann kosten die Kapseln eben 80 Cent und nicht wie die anderen 35 oder 45, was auch schon ziemlich viel ist. Aber gut, wir fangen jetzt mal an und dann erzähle ich euch etwas dazu. Wird es wohl schmecken? Bleibt dran! So, der Kaffee ist fertig, ihr habt es eben gesehen. Und jetzt will ich ihn mal probieren. Wenn er schon so teuer ist, vielleicht schmeckt er besonders gut. Eine schöne Creme hat sich ausgebildet. Riecht auch ein bisschen nach Getreide schon. Man merkt das ein bisschen, diese Holznoten, Getreidenoten. Riecht mal ein wenig raus. Probieren wir. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht es an meinem Gesicht. Der erste Eindruck oder der erste Geschmack ist gut, aber jetzt nicht überragend. Also mal wieder für das viele Geld bin ich mir nicht sicher, ob es das wirklich wert ist. Also vielleicht bin ich da auch nicht Kaffeetrinker genug oder Espresso-Liebhaber genug, das wert zu schätzen. Es könnte natürlich sein, dass man sich da ein bisschen dran gewöhnen muss. Und dann das, die ganzen Geschmacksnoten, die da noch drin verborgen sind, in dieser komplexen Struktur, dann erst erkennt und nicht jetzt auf einmal trinken. Diese Sorte gibt es nämlich nur in 5 Ländern zu kaufen, einschließlich Deutschland. Und das auch nur für wenige Tage angeblich. Der Solujan hat, wie heißt der Soluja? Ich weiß schon gar nicht mehr. Der Kaffee hat Intensität 8. Das merkt man auch. Er ist zwar sehr samtig, aber merkt schon, da ist eine gewisse Stärke, Intensität hinter. Er schmeckt, also wie versprochen, auch nach Getreide ein wenig und auch nach Holz kann ich so ein bisschen erahnen. Diese Geschmacksnoten erinnert mich ein bisschen an den Envivo Longo, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt, an meinen untrainierten Geschmacksknospen, ich weiß es nicht. Wenn man keine Möglichkeit hat, den zu probieren, kostenlos in den Boutiquen, würde ich sagen, lieber nicht kaufen, das ist viel zu viel Geld, diese 8 Euro, dann da auf Risiko zu gehen. So besonders finde ich jetzt ihn nicht. Kauft lieber Sorten, also 2 Stangen von anderen Sorten, wo ihr wisst, die mögt ihr auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum Schlussteil des Videos, zur Verabschiedung. Also nochmal zurückblickend, ich habe diesen Kaffee hier ausgetestet, den, wie heißt der, Soluja aus Südsudan. Der Name heißt übersetzt Neubeginn des Südsudans. Und ich habe diesen Kaffee gekostet von Espresso, diese limitierte Edition, die es für wenige Tage zu kaufen gibt. Ich habe herausgefunden, die gab es letztes Jahr im Oktober auch schon mal für wenige Tage als erste Auflage, als Premier Edition. Jetzt ist es die 2. Auflage, wieder für wenige Tage. Und in dieser Infobroschüre kann man alles darüber erfahren, wie das zustande gekommen ist, diese Kooperation, und was das, diesen Kaffee so besonders macht, so exklusiv. Der Espresso hat gut geschmeckt, aber der Preis, 8 Euro für diese 10 Kapseln, ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Ich hätte es gut gefunden, wenn man diese Kapsel wenigstens probieren könnte. Ich hätte sogar dafür vielleicht 50 Cent oder dergleichen bezahlt. Das ist gar kein Problem. Aber dass man nicht gleich eine ganze Stange gekauft hätte. Und ich bin nicht sicher, ob von den 8 Euro oder wie viel von den 8 Euro wirklich dann in dieses Land geht. Ich schätze gar nichts, dass das meiste alles für Marketing und Vertrieb drauf geht. Aber gut, das muss jeder selber entscheiden. Also ich kann es euch nicht empfehlen, diesen Kaffee zu kaufen. Der ist, finde ich, zu teuer und dafür schmeckt er jetzt nicht so besonders, dass es das wert ist, finde ich. Auch wenn er sehr exklusiv sein soll und auch sicherlich ist.
Das war es dann auch schon mit dem Video wieder von mir, von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut, bis zum nächsten Testvideo.